einen Dank an den mit dem Stellwagen. Das war ein besonderes Ereignis. Vielen Dank. Ich darf mich bei den Musikern bei der Schwarzenberg bedanken für 30 Jahre Treue, für 30 Jahre Festzeitmusikerin. Das machen sie jedes Jahr ganz toll. Sie haben zwar früher Angst gehabt, dass sie nicht mehr spielen dürfen. Da haben sie schon früher noch angerufen, wenn ein neues Fest wird, dürfen sie gar nicht mehr spielen. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich weiß noch nichts davon, ich hätte mir schon Bescheid sagen. Ich verspreche mir, solange ich Fest wird, bin, dürfen sie bei mir spielen. Aber ich weiß nicht, wie lange das ist, nur bin. Wir spielen da gern und ja, wir hoffen, dass der Schaus natürlich noch die nächste 30 Jahre weitermacht, dass wir da noch spielen dürfen. Wir hören uns da auf mit dem böhmischen Traum. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei euch, bei dem Festzeitpublikum für den gespendeten Applaus, die wir bekommen. Weiter wird es jetzt dann mit den Kollegen aus Wertach, mit zünftiger Dorfmusik aus Wertach. Und wir verabschieden uns jetzt mit dem böhmischen Traum. Viel Spaß, Dankeschön, Böhm Schwarzenberger Musik. Grüß euch!
Finale sind. Der Werthacher Viehscheid gilt eines der ältesten Viehscheide im Allgäu. Und für uns Werthacher war der Viehscheidtag am 18. September schon immer ein Festtag. Wenn das Vieh gut gehält und wohlbehalten hier am Scheidplatz den Landwirten wieder übergeben werden kann, dann feiert man das bereits seit 1972 in einem Festzelt. Und heute feiern wir den Alpausgang 40 Jahre Festzelt Werthacher Viehscheid. Dass dies überhaupt möglich ist, haben wir einzig und allein unseren Hirten mit ihren Altmeistern und den vielen Helfern zu verdanken, die heute uns wieder 720 Stück Jungvieh mit 7 herrlich geschmückten Kranzrindern zum Scheidplatz gebracht haben. Liebe Gäste, einzig und allein durch den unermüdlichen Einsatz unserer Hirten, der anderen Weidegenossenschaften mit ihren Landwirten bleibt unser schönes Allgäu, diese herrliche alpine Lebensraum, dieser herrliche alpine Lebensraum für uns und für Sie erwandert und erlebbar. Und wir brauchen Ihre Unterstützung und ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute zu uns nach Werthach gekommen sind, zum Viehscheid. Ich habe es ja schon heute öfter erwähnt. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit nutzen und bei dem herrlichen Wetter, ich habe schon gesagt, Kaiserwetter ist ja heute und der Landrat ist ja heute bei uns. An dieser Stelle darf ich ihn herzlich begrüßen. Lieber Gebhardt, herzlich willkommen bei uns. Du hast ja nachher die Gelegenheit, die Landkreisstelle hier zu übergeben. Und an dieser Stelle darf ich ihn auch gleich entschuldigen. Ich habe ihn gebeten, dass er ein paar Worte sagt. Aber er ist heute Morgen aus dem Bett gestiegen mit einer Grippe und er ist sehr heiser. Also er weiß nicht, ob es durchsteht und deswegen hat er mich gebeten. Die Grüße des Landrates und des Landkreises, Ihnen, liebe Gäste, Ihnen, liebe Bürger, in seinem Namen herzlich zu überbringen. Liebe Gäste, es geht ja am Anschluss nach der Feldschellenverlosung dann weiter auch mit der Maibaumversteigerung. Und der Maibaum muss natürlich auch immer wieder gestiftet werden. Und den Maibaumstifter, den habe ich auch unter uns, der Wolfgang Speiser Wolfgang. Ich hoffe, ich kann das erlösen für den Maibaum, weil es ja zugunsten der Trachten und der Musikjugend. Liebe Gäste, und wenn Sie den Eindruck dann vom Viehscheid mit nach Hause nehmen wollen oder zu Hause das Ganze noch einmal Revue passieren lassen, dann haben wir hier Werthach TV, Werthach TV, das ist der Daniel Klein mit seiner Kamera. Er nimmt alles auf, wir stellen alles ins Netz. Sie können die Viehscheidfilme aus vielen Jahren zurück zu Hause anschauen. Sie können sich aber auch mit Daniel Klein erinnern, Sie können die CD bei ihm dann kaufen. Das ist Nachbarbüro, unser Tourismusbüro. Daniel Klein, für deine Arbeit herzlichen Dank, dass du bei uns alles getrunken und gefisst hast. Wo ist der Hans? Kommt, jawohl. Von der Alpenreuter Wanne, der Hirte Johannes Wickler mit dem Altmeister Josef Rief. Sie sehen den Altmeister flexibel sein muss, der Roland Graf, der spielt natürlich auch in der Musik. Der war also heute Morgen auf der Alp, hat geschaut, dass alles in Ordnung geht, dass Vieh gescheit runterkommt. Dann hat er sein eigenes Vieh heimgebracht, umzogen, schnell geduscht und jetzt hockt er auf der Bühne. Das ist ehrenamtliche Tätigkeit auch fürs Volk, muss man sagen. Herzlichen Applaus. Also, zu mir kommen jetzt der Johannes Fickler und der Altmeister Josef Rieb von der Reutermann. Dann kam als nächstes die Alpe Sorg 2 mit Christian Knoll und dem Altmeister Ernst Schmöger. Und als nächstes warten wir dann auf den Alfred Endere als Altmeister und gleichzeitig Hirte, aber ich denke, er bringt seine Karin mit, weil er macht sehr viel für ihn. So, die Alpe Schnitzlertal, die uns ja mit dem größten Viehbestand, mit 235 Tieren, sind sie heute eingezogen. Mit dem Hirten
Edwin Hartl und Altmeister Werner Weisenbach. Also der Altmeister vom Villersberg muss ich leider durch den Sohn Peter vertreten lassen. Der war auch so schlecht beieinander. Der liegt da nieder, der kann nicht mehr, der hat's Vino einbracht. Der ist krank. Also der Sohn wird ihn vertreten hier auf der Bühne. Noch von der Alpe Bichlerberg der Toni Maurer mit dem Altmeister Johann Rief. Ja, liebe Gäste, das sind die Verantwortlichen für den Werthacher Vielfalt, die unsere herrliche Kulturlandschaft natürlich mit den Landwirten erhalten, die das Grünland pflegen, die Zäune machen, die das Vieh rauf und runter bringen. Und die für Sie, liebe Gäste, natürlich ein großer Grund sind, dass Sie heute so zahlreich zu uns gekommen sind. Herzliche Grüße, herzlich willkommen mit einem großen Applaus unserer Altmeister Hirten. Und nun haben Sie ja verfolgen können, dass wir heute für die vielen Schellen, die wir haben, sogar einen Schellenwagen gebaut haben und mit ins Zelt eingezogen sind. Ne? Und für die ganzen Schellen braucht man natürlich auch jemand, der die stiftet und spendet. Und ich habe es draußen schon gesagt, wenn jemand ein bisschen Taschengeld hat, der soll sich bei mir melden, der wird verewigt auf einer Schelle fürs nächste Jahr. Ich nehme gerne Schellenspenden entgegen, dann können Sie auch hier oben stehen und die Schelle auf der Bühne übergeben, so wie es jetzt die Damen und Herren tun, die ich jetzt nacheinander dann raufbitte. Der Hans übergibt die Schelle an den Hans Jörg. Hans zu Hans. Vielen Dank, Hans Baschberger, für die Schellenspende, für die Sorge 1. Die zweite Schelle erhält die Alpe Reuterwanne von der Firma Smart Energy von Norbert Grunzer. Die Firma Smart Energy ist ja die Firma, die bei uns die Marktwärmeleitungen baut im Moment und die auch die Marktwärme in Zukunft. Der Herr Grunzer dafür, er spendet eine Schelle für die Reuterwanne für den Johannes Fickler. Es geht weiter mit der Alpe Sorg 2 für den Christian Knoll. Und wir kriegen ja nicht jedes Jahr, aber immer wieder mal, wenn wir dran sind an der Reihe, eine Landkreisschelle. Und da wird sehr deutlich darauf geachtet, dass das sich nicht wiederholt. Und dieses Jahr mit der Landkreisschelle letztendlich ist dran der Christian Knoll von der Alpe Sorg 2. Und übergeben wir diese Landrat Gebhard Kaiser. Dass du heute zu uns gekommen bist. Wir machen weiter mit der vorderen Kölle. Und zwar die Ulrike Müller. Mitglied des Bayerischen Landtages hat eine Schelle gestiftet für die vordere Kölle, für den Alfred Enderle und für die Karin. In erster Linie, jetzt kriegt sie die Karin, die Hirtin. Vielen Dank, Ulrike, dafür. Den Hirten Edwin Hartl und den Altmeister Werner Weisenbach und die Firma LAZ, die ist bei uns in See, in Werthach gewesen, aus See kommend in Werthach. Letztendlich hat sie die Wasserleitung nach 1,5 Jahren gebaut, dort wo auch der Werner Weisenbach wohnt.
und die mussten ein bisschen was erdulden mit Kanalbau und ähnlichem Wasserleitungsbau. Der Herr Klee von der Firma RAZ wird die Schelle für die alte Schlissertalte mit in Hartung reichen. Die macht bei uns im Moment den Hochbehälter. Wir machen eine Sanierung des Hochbehälters und sie hat sich spontan bereit erklärt, eine Schelle zu spenden. Die Frau Schöneberger der Firma AK Konzept wird die Schelle übergeben an den Hirten, der Toni. Zum Toni kommen immer die Frauen, deswegen haben wir Übergabe für den Toni von einer Frau. Den Spendern. Vielen Dank den Alphirten für die Arbeit und sie bleiben gleich stehen, weil heuer haben wir ein Novum. Und jetzt muss ich gleich sagen, bitte gewöhnt euch nicht dran, es wird nicht jedes Jahr so ablaufen. Aber wir haben weitere 6 Schellen und da bitte ich nun zu mir auf die Bühne den Festwirt, den Josh Demmel und die Luise, weil die werden die Schellen, die weiteren Schellen an die Altmeister übergeben. Ja, liebe Festgäste, ein herzliches Grüß Gott von uns, von der Luise und von mir als Veranstalter, als Festwirtin und Festwirt. Mein erster Gruß gilt heute den Elbler, den Hirten mit ihren Familien, dass sie mit gesundem Scheiblas weitergelaufen sind und vor allem, dass jeder mit einem Kranz umgekommen ist. Grüß euch miteinander. Ja. Dann darf ich herzlich begrüßen die Ehrengäste, vor allem den Antra Kaiser. Und einen Gruß an alle anderen Viehscheidbesucher, die heute im Zelt sind. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich darf noch mal ganz kurz eingehen, 40 Jahre Festzelt, es ist eine lange Zeit. Ich darf noch mal die Brauerei erwähnen, 40 Jahre gute Zusammenarbeit in dem Sinne, es ist nicht alltäglich, dass eine Brauerei 40 Jahre lang ein Festzelt beliefert, aber in unserem Fall hat es bis jetzt zum heutigen Tag toll hingehauen. Vielen Dank nochmal. 40 Jahre Viehscheidfestzelt ist nur möglich, wenn das Vieh an der Scheidplatz drüber wird. 40 Jahre lang, es gibt ja der Viehscheid schon viel länger, 40 Jahre treiben die Elbler, egal wer es war bis jetzt, das ist sicher, die Altmeister sind dafür verantwortlich. Altmeister ist das Bindeglied zwischen Berg und Festwirt. Und da haben wir bis jetzt zum heutigen Tag eine hervorragende Zusammenarbeit gehabt. Ja, liebe Gäste, wir haben nicht nur ein gutes Bier von der Menninger Brauerei, sondern wir können auch heute die Bierkönigin Carina, die Erste, präsentieren. Applaus für die Bierkönigin der Menninger Brauerei, Carina, die Erste. Und jetzt mit dem Eberhard Jäger haben wir schon eine dritte Reihe anfangen müssen. Gell?
Ich hoffe, dass der Eberhard wieder gewählt wird, dass wir ungefähr den Stand heben können. Vielen Dank. Ja, liebe Gäste, 40 Jahre Festzelt bleibt natürlich nicht aus, dass man auch das Festwirt-Ehepaar auszeichnet. Ich bin ja Vorsitzender des Scheidausschusses, also Vorsitzender letztendlich von mit den Alphirten zusammen. Wir haben uns was einfallen lassen, wir haben eine Urkunde gestalten lassen. Und die darf ich heute dem Festwirts-Ehepaar im Namen des Scheidausschusses und der Marktgemeinde übergeben. Ich lese Ihnen mal kurz den Text vor. Urkunde zum 40-jährigen Jubiläum Viehscheidzelt Wertach. Der Markt Wertach dankt den Wirtsleuten Luise und Schorsch Stemmel für die Bewirtung des Viehscheidzeltes, ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Wertach, den 18. September 2012, für den Scheidausschuss, erster Bürgermeister Eberhard Jehle. Herzlichen Glückwunsch, Schorsch und Luise. Leute, letztendlich der Schellen der Alphirten, wenn Sie die Bühne verlassen, heiße ich Sie noch einmal willkommen und bleiben Sie noch ein paar Stunden bei uns. Haben Sie viel Spaß in Viehscheid, vielleicht gehen Sie noch auf den Markt. Wir freuen uns wieder im nächsten Jahr beim 41. Viehscheidzelt hier in Wertach. Ich wünsche noch viel Spaß bei der Wertacher Musik. Danke. Heute geht's crazy.
Gibt's kein Eis vom Schafstück? Ja. Das ist mal Glatze. Bin ich fest Glatze. Oh, Mai, bei uns in Wertach steht, ist das natürlich, hat eine besondere Bedeutung und hat auch einen besonderen Wert. Und alles, was da rauskommt, kommt zugunsten der Jugendmusik und zugunsten der Papa. So, liebe Gäste, jetzt will ich mal sehen, wie standhaft ihr seid und wie ihr zum Markt Wertach steht. Jetzt schauen wir mal. Ich würde sagen, der Hundswert liegt bei ca. 350 Euro. Und da müssen wir am Anfang. Da steht schon einer, der Sepp. Der Sepp, der macht das locker aus der Portokasse. 350 Euro für den Sepp Müller. Der würde den Hund, den. Ja, da hinten. 400 Euro. Ich meine, das war der Martin Heini. 450. 450 Euro. 500 Euro da vorne. Wo sind die Hände? 500 Euro, 550 Euro da vorne. Ja, das ist 1200 Euro in der ersten Reihe. 1250! Ja, da vorne, da geht was ab. 1250 Euro. Meine Damen und Herren, das ist immer, ja. Also, ihr seht natürlich schon traumhaft, wenn wir es da unten aufbringen. Ne? Schauen wir mal, 1250 Euro. Das ist, oh, 1300 Euro. 1300 Euro für den Wert der Erweiterung. Da vorne. 1300 Euro zum ersten. 1350 Euro zum ersten. 1400 Euro. 1400 Euro. Ja, so muss es sein. Sollen wir mal zwischen eine Runde spielen? Ja, wir haben das Test. Ein Kabellenspiel war es und wir machen weiter. 1400 Euro stehen im Moment davor. Das ist noch nicht am Ende. Den Simon Becker vorstellen, Simon Becker. 1600 Euro, 1600 Euro hat er für den Maibaum bezahlt. Er ist ein ehemaliger Musiker. Und jetzt hat er ein paar Worte zu sagen. Ja, danke, Werther. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich bin jetzt seit 50 Jahren in Köln, aber ich bin immer noch Werthacher und ich komme wieder zurück. Das verspreche ich euch. Danke, ciao. Liebe Gäste, ich von meiner Seite aus habe alles erfüllt, darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange mit zugehört haben. Wünsche Ihnen noch viel Spaß bei uns und kommen Sie wieder. Wieder raus.